links abwärts klein. Das passt immer noch nicht. Hä, ich hätte das doch jetzt schon ins Wetter vorgebaut. Bin ich blöd oder was? Wo kommt denn der hin, Dotter? Ich habe eine andere Idee. Vielleicht geht das. Das geht jetzt wieder Helix abwärts. Gucken, was die Bahn für Werte erhält. Vielleicht schafft die das auch gar nicht dort hoch. So, jetzt würde ich nämlich gerne dort unten wieder durchbauen. Wenn das denn auf sich ausgeht. Ja. Und dann hätte ich gerne nochmal einen Huckel nach oben, dass der dort oben eben vorbeikommt. Und dann geht's einfach jetzt hier ins Ziel. Weiter ausholen müssen, aber ich muss jetzt erstmal den Weg hier kurz umbauen. Also mal warten, bis hier keine Leute mehr draufstehen. Quatsch. Was mache ich denn hier für Unsinn? Aber ich hoffe mal, die sind ja nicht zu schnell an der Stelle. Dann machen wir es einfach so hier. So verkehrt sieht die Bahn schon mal nicht aus. Ich mache aber erstmal eine Testfahrt. Zwei Züge, 10 Wägen. Da habe ich jetzt nicht so unbedingt Vertrauen darin, dass das irgendwie funktioniert. Aber wir gucken es uns einfach mal an. So, die erste, hier geht es schon bergab. Knapp. Ach, hier unten den Huckel, den können wir auch beheben. Das ist auch sinnlos eigentlich. Ach, hier den Huckel kommt hier auch locker. Ach Mensch. So, erstmal jetzt hier unten. Das kommt weg. Kommt dann generell sowas hin. Hier kommen sie auch ohne den Lifthügel drüber. Könnten aber vielleicht hier mal so eine kleine Huckelstelle einbauen. Achso, geht nicht. Schade. Der Höhe, ne? Naja. So, ich mache jetzt mal eine Testfahrt mit kurzen Zügen. So, der erste macht jetzt gleich einen Abflug. Ist der ein bisschen schnell. Ja, der ist sogar ein bisschen schneller hier an der Stelle. Na gut, wenn dort Leute drin sitzen, wird die Bahn eh voller und damit vom Gewicht her wird das dann natürlich auch schwerer. Auch das passt. Aber ich möchte trotzdem aus Sicherheitsgründen hier nur einen Zug fahren lassen. Alles andere ist mal einfach irgendwo zu riskant, wenn es dann hier einen Unfall gibt.
Moment, haben wir alternative Wagen? Ne, und bloß Marienkäferwagen. Was heißt Marienkäfer auf Englisch? Ladybird? Ja, ne? Quatsch, das R vergessen. Meine Güte, was ist denn da schon da los? So, machen wir eine Testfahrt für die Werteermittlung. Da ist natürlich die... Na gut, Moment, für ihn. Für einen Wagen ist die Station damit jetzt natürlich zu lang. So wie ich das sehe. Oder ist das jetzt zu kurz? Da könnte man eigentlich jetzt hier nochmal so einen finalen Buckel reinbauen. Ich hoffe mal, dass die Leute hier in Massen an die Achterbahn strömen. Daher werde ich jetzt aber eine entsprechende Warteschlange hinstellen. Oh, das war dumm. Mensch. Ich möchte dort gern weiterbauen. Oh. Dann machen wir es halt. Zack, zack. Und eröffnen. Preis habe ich noch keinen. Komm, dann nehmen wir gleich mal 5 Mark. Ich bin gespannt, ob die das zahlen werden, diesen ungeheuren Betrag. Von 5 Mark, so naja, Putzkräfte. Meinen Mechaniker hier einstellen. Aufseher, die hier so ein bisschen sinnlos. Stallgerüst Achterbahn. Als nächstes. So, gibt es hier die ersten Beschwerden? Nee. Da gehen wir mal so richtig ja Techno-Mucke drauf. Passt zwar eigentlich überhaupt nicht zum Theming, aber na, egal. So, wann kommen hier die ersten Leute, die hier mit dem Ding fahren? Ich nehme erstmal ein paar Schulden auf, damit wir mal richtig massive Werbung hier machen. Na Quatsch, so viel Schulden eigentlich nicht. So. Freie Fahrt auf. Mini-Rennen. Ah, bin ich halt wieder gemein. Halber ein in den Park. Räumen wir natürlich raus. Gratis-Gutschein für eine Pizza. Werbekampagne für den Park. Und Werbekampagne für den Ladybird Coaster. So sieht's aus. Oh, die Leute warten hier noch. Mal ein bisschen Springbundtechnik, die wir hier reinbauen können. Nee. Einfach mal so ein bisschen Springbundzeug rein. Das erhöht die Thrillrate auch noch mal ein bisschen. Weil dann die Leute auch nass werden und das ist natürlich toll. So, hier haben wir jetzt schon 2 Leute in der Achterbahn drin sitzen. Wow. Aber es dauert noch, bis hier natürlich die Leute in Massen anströmen. Ich habe ja eingestellt, warten auf voll, also das kann jetzt ein bisschen dauern, bis die Leute hier ankommen. Da könnte man ja vielleicht mal kurz zwischenspeichern. Leafy Lake 1. Quatsch, das muss natürlich zu den anderen passen. So. So, jetzt können wir nochmal... Ach ne, 7 Leute fahren bloß hier mit dem Shuttle. Warum ist das zu teuer jetzt? Oder wie? Ach, die wollen alle was Aufregenderes erleben. Naja. Generell sind die Gedanken irgendwas zu teuer. Ich will raus aus Riesenrad. Ich habe keinen Durst. Ich will nach Hause. Ja, geht eigentlich. So Leute, jetzt macht doch mal die Bahn voll, Mensch.
Eine Testfahrt unter vollen Bedingungen muss doch möglich sein hier. Draußen laufen zwei Sicherheitsmenschen rum, warum nur zwei auf einmal rumlaufen. Macht eigentlich gar keinen Sinn, aber naja, so jetzt kommen wieder die Leute, wieder zwei Leute drin hier. Na, Leute, kommt rein in die Bahn. So, was gibt's als nächstes? Ladenstand. Stallbrustachterbahn hatten wir noch, ne? Ah, da gab es diesen Shuttle Loop dort dabei. Was eigentlich eine Attraktion, die auch immer recht viel Kohle macht. Ach, ein Mechaniker überprüft, oder? Wie ihr seht. Parkwertung sinkt ein bisschen. Da haben wir noch genug Zeit, um hier irgendwas zu reisen. Immerhin, die Einwohnerzahl steigt nach oben. Die Einwohner, ach Quatsch. Ich meine natürlich, die Besucherzahlen gehen nach oben. Brauchen wir jetzt eigentlich noch einen Shuttle Loop dort daneben, oder nicht? Weiß ich nicht. Wir warten erstmal, dass die Boje voll wird. Wie viele warten? 1, 2... Da ist aber schon noch ein bisschen Platz. Schon noch sehr viel Leerstand hier in der Bahn. Aber jetzt kommen die Leute. Ich würde nämlich gern einmal hier eine voll besetzte Fahrt mal sehen, ob das reicht. Und da beobachten wir jetzt einfach mal ein bisschen. So, wieder zwei Sitze belegt. Da kommen ja die nächsten zwei. Die Frage ist, ob Leute eher mit einer Achterbahn fahren, wenn die Testergebnisse noch nicht bekannt sind, oder ob die lieber, ob die Chance, dass die einsteigen, größer ist, wenn die Testergebnisse bekannt sind. Das wäre mal interessant, aber das werden wir dann auch gleich sehen. Wenn sich die Bahn dann hoffentlich gleich in Bewegung setzt. So, es ist recht langweilig natürlich hier zuzugucken und zu warten. Aber viel mehr können wir... Oh, jetzt haben wir das erste Mal Gewinn gemacht. Aber viel mehr können wir auch nicht machen, weil wir können ja... Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da passieren wird. Bei der Bahn hier. Und ab dafür. Und die Leute schreien, Geschwindigkeit ist in Ordnung, müsste eigentlich passen. Da kommt es auch locker hoch. Das ist halt mehr ein bisschen eine gemäßigtere Achterbahn, wie ihr seht. Und in die Station. Warum schreien die an dem letzten Huckel? Das verstehe ich gar nicht. So, mal gucken, welche Werte die jetzt hat. Die Bahn. Oder braucht die jetzt noch eine zweite Fahrt dafür? Ich hoffe nicht. Oh, das ist schon... die ist schon bis ein wenig intensiv hier, die Bahn. Der will ja nicht mitfahren hier, der Typ. Lady Bird sieht man zu extrem aus. So extrem ist der eigentlich gar nicht. Aber egal, wenn die Leute damit fahren, ist das doch vollkommen in Ordnung. So, wir haben den Anfang hier gemacht im Park. Und ich sage dann an der Stelle einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zu den nächsten Folgen Rollercoaster Tycoon. Auf Wiedersehen.